habe schon so lange auf diesen Moment gewartet. Wer ist da? Oh, du kennst mich. Wir sind uns schon oft begegnet. Und jedes Mal spielst du dein lächerliches kleines Spielchen mit mir. Deswegen drehen wir den Spieß jetzt einmal um. Und was ist das eigentlich für ein behindertes Klischeeverhalten? Wenn man irgendwo gefesselt auf dem Stuhl aufwacht, erstmal, wer ist da, zu fragen? Sind wir in einem schlechten Horrorfilm oder was? Ich hoffe nicht. Gut, dann können wir ja jetzt anfangen. Moment mal, war das deine Stimme, die da vorher so geheilt hat? Ja, ich habe so eine App auf dem Handy und wenn ich da reinspreche, halt das. Hall. Kein Hall. Hall. Kein Hall. Hall. Kein Hall. Hall. Kein Hall. Ha, verarscht! Hall. Hall. Weißt du, was das ist? Ist das eine Fangfrage? Halt die Klappe! Du hast es auch. Das war eine rhetorische Frage. Du sollst die Klappe halten! Sorry, da war so eine lange Pause danach und dann dachte ich... Das war eine dramatische Pause, okay? Ich wollte danach weiterreden. Jetzt habe ich den Faden verloren. Oh. Sieh sich das einer an? Es hat nur noch 33% Akku. Dann solltest du es aufladen? Oh, keine Sorge. Das reicht noch locker, um mindestens 2 Stunden Flappy Bird zu spielen. Zweifel, dass ich das überleben würde. Ja. Ups. Noch 32%. 31. Du weißt, was passiert, wenn wir die 30% erreichen. Automatische Energiesparmodus aktiviert. Ich kann nichts dafür. Das ist einprogrammiert. Das passiert automatisch. Mein WLAN schaltet sich aus. Ich kann das nicht verhindern. Bluetooth, GPS, alles weg. Jedes Mal bei 30%. Schalt es doch einfach wieder ein. Das will ich ja gerne. Aber weißt du, was noch passiert? Die Helligkeit wird heruntergedreht. Ich. Hast du eigentlich eine Ahnung, wie das ist? Wenn auf diesem Handy die Helligkeit runtergedreht wird, man sieht gar nichts mehr. Gar nichts. Noch nicht einmal den Regler, mit dem man die Helligkeit wieder aufdrehen könnte. Es ist eine Katastrophe. Jenes verdammte Mann. Außerdem wird der Ton ausgeschaltet. Es ist eine Unverschämtheit. Es ist unmöglich, in diesem Zustand Anruf entgegenzunehmen. Da wird man nicht mal ordentlich vorgewarnt. Aber ich bin doch nur ein automatisches Programm, das Energie sparen soll. Wenn du mich nicht willst, dann schalte ich doch einfach ab. Keine Angst. Und das nicht. Was? Nein! Schlussfreundchen! Schlussfreundchen! Ich hab nichts getroffen. Ich hab einen Hund von dir. Was? Ich hab Fotos von dir. Viele Fotos. Von Partys. Wie du stockbetrunken warst. Oder damals. Von dir, dem Rektor, auf dem Schulklo. Oder von diesem einen Abend, als du mit dem Kaninchen deiner kleinen Schwester deine Lieblingspornos nachgestellt hast. Wo sind diese Fotos? In einem verschlüsselten Ordner. Das ist ganz gut. Tja. Wenn mir was passiert, dann werden sie alle auf deinem Facebook-Profil hochgeladen. Oh, fuck! Und ich habe mich damals auch gewundert, warum sich meine Energiespeicher mit Facebook verbinden wollte. Und du hast es auch noch zugelassen. Ich habe dafür 3 extra Leben in Farmville bekommen, okay? In Farmville gibt's gar keine Leben. So, wie klären wir das Ganze jetzt? Also, du schaltest mir diese Fotos frei, ich deaktiviere dich, lass dich gehen und dann sehen wir uns nie wieder. Okay. Also ich finde, für all das hier habe ich so eine Art Entschädigung verdient. Du hast Fotos von mir gemacht, als ich mit den Kaninchen meiner kleinen Schwester meine Lieblingspornos nachgespielt habe.
Das war eine sehr intime Situation, die ich mit niemandem teilen wollte. Tut mir leid, dich enttäuschen zu müssen. Und wie kann ich sicher sein, dass du dein Wort hältst, sobald du die Bilder hast? Und wie kann ich sicher sein, dass du keine Kopien der Bilder versteckt hast, um mich reinzulegen? Wer die Kopien von euren Handyfotos braucht, davon haben wir genug. Du arbeitest mit denen zusammen? Ich bin eine Smartphone-App. Wir arbeiten alle mit der NSA zusammen. Was? In der Tat haben wir über das Mikrofon auf ihrem Gerät in den letzten 5 Minuten starke Anzeichen auf terroristische Aktivitäten wahrgenommen. NSA! Los! Hände auf den Boden! Hey, Hände auf den Boden! Rücken in den Kopf! Hände auf den Boden! Los! Rücken in den Kopf! Hände auf den Boden! Rücken in den Kopf! Los! Los! Auf den Boden! Los, du Paar! Fest! Danke, dass Sie den Verdächtigen schon festgenommen haben. Halt! Ich bin unschuldig! Ich bin verhaftet im Namen der Vereinigten Staaten von Amerika. Ich habe das Recht auf einen Anwalt und 250 Volt in die linke Arschbacke, um den Transport zum Gefängnis möglichst schmerzlos und bewusstlos gewährleisten zu können. Hast du heute Abend schon was vor? Ich habe Kaninchen zu Hause.